Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Der Bericht des Senats der Vereinigten Staaten von Amerika über die praktizierten Foltermethoden ist wirklich in jeder Hinsicht erschreckend und auch durch nichts und gar nichts zu rechtfertigen. Ich weiß überhaupt gar nicht, mit welcher glaubwürdigen Begründung die USA jemals noch Diktaturen anklagen wollen. Ich finde, der Terror siegt, wenn man vermeintliche oder auch wirkliche Terroristen so behandelt, wie es dort geschehen ist. Das ist der völlig falsche Weg. Abgesehen davon kennen wir ja 9000 Seiten noch nicht. Und es gibt ja Gründe, sie geheim zu halten. Also man kann sich vorstellen, dass auf diesen 9000 Seiten noch so viel schlimmere Dinge stehen, dass es einfach in jeder Hinsicht entsetzlich ist. Nun hat Obama erklärt, das soll nicht wieder vorkommen. Herr Bush hat erklärt, es war völlig richtig. Und beide haben erklärt, es wird keine strafrechtliche Verantwortlichkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika geben. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland steht nun vor der Frage, wie sie damit umgeht. Sehen wir darüber hinweg? Interessiert es Sie nicht? Sagt sie, es sind ja die USA, da schauen wir weg. Bei jedem anderen Land würden wir natürlich enorm was unternehmen. Wo soll das Ganze enden, frage ich Sie. Wir haben dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Ich hoffe, dass wir sie auch bekommen und werden darüber diskutieren. Und ich habe heute Strafanzeige erstattet beim Generalbundesanwalt, habe auch auf die Paragraphen hingewiesen, nach denen er zuständig ist. Und er hatte ja schon mal eine Strafanzeige bekommen und gesagt, da er damit rechne, dass die Justizorgane der Vereinigten Staaten das alles verfolgen werden, muss er jetzt nicht eingreifen in den Prozess. Das kann er nun diesmal nicht mehr sagen, weil ja dort schon erklärt worden ist, dass justiziell nichts geschehen wird. Also ich sage mal, die Ausrede zählt nicht mehr. Und ich finde, er muss jetzt Ermittlungsverfahren einleiten, und zwar einmal gegen bekannte Personen und auch gegen unbekannte Personen, damit dann das aufgeklärt und ermittelt wird und die Bundesrepublik Deutschland sich diesbezüglich als humanistisch und als ein Rechtsstaat erweist. Alles andere fände ich indiskutabel.